Hallo und herzlich willkommen zur Lektion. Hier geht es um Akkorde, ganz leichte Akkordbegleitung, auch für diejenigen, die noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt haben. Zunächst etwas zur Haltung. Wie haltet ihr die Gitarre? Also auf den rechten Oberschenkel legen. Ihr habt die Taille der Gitarre, die passt wunderbar hier aufs Bein. Und den rechten Arm einfach drüber. Das hat den Vorteil, ihr habt jetzt beide Hände frei und wir können loslegen zum Spielen. Jetzt kurz etwas zu den Saiten. Wir nehmen den Zeigefinger und schlagen alle sechs Saiten damit an. Möglichst viel Sound, also haltet euch da nicht zurück, nicht zu zaghaft. Das hört man leider viel zu oft, oder zu wenig Saiten anschlagen, dass man nur vier oder drei Saiten erwischt. Alle sechs Saiten müssen klingen und ihr könnt das auch optisch überprüfen. Bewegen sich auch alle sechs Saiten. Nochmal, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und alle sechs Saiten, 3 und kräftig, 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Wir kommen zum nächsten Schritt für den ersten Akkord, den wir heute erarbeiten. Das wird G-Dur sein oder ein kleiner G-Dur-Akkord. Brauchen wir nur vier Saiten und zwar die vier dünnen Saiten. Das ist die erste, zweite, dritte und vierte Saite. Und dafür kann ich den Leuten, die mit den Fingern spielen möchten, statt mit dem Plektrum, das werde ich auch gleich demonstrieren, legt ihr den Daumen auf die fünfte Saite. Also nochmal, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Saite. Und auf diese Saite legt ihr den Daumen der rechten Hand und schlagt mit dem Zeigefinger die restlichen vier an. Da müsst ihr auch dann gar nicht mehr aufpassen, ob ihr wirklich vier erwischt. Selbst wenn die fünfte oder sechste Saite mit erwischt wird, kommt nur ein perkussiver Sound heraus. Das stört überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ganz kräftig auch gucken, dass alle vier Saiten klingen. Nochmal 3, 4 und 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Ganz kräftig. 1, 2, 3, 4. Wenn das klappt, gehen wir zur linken Hand. Da sehen wir die Einteilung in Bünde. Jetzt kurz erklärt, was sind Bünde oder Bundstäbe? Ihr seht diese Metallstäbe, die hat der Gitarrenbauer mit viel Mühe in den Hals reingeschlagen. Das nennt man Bundstäbe und die Bundstäbe teilen den Hals in Bünde ein. Und die Zwischenräume sind die Bünde. Wenn ich jetzt also sage, spielt im zweiten Bund oder im vierten oder im fünften Bund, dann ist das also zweiter Bund, erster Bund, zweiter Bund, dann ist das hier der fünfte Bund, 1, 2, 3, 4, 5, dieser Zwischenraum. Wir brauchen jetzt unseren Ringfinger, Ringfinger der linken Hand im dritten Bund, also 1, 2, 3, auf der ersten Saite. Die dünnste Saite, die wir haben, das ist die E-Saite, da legt ihr euren Ringfinger auf und jetzt achtet darauf, dass ihr nicht zu weit vom Bundstab weg seid, also das ist der Bundstab für den dritten Bund. Und da möglichst nahe ran, dass der Ton auch klingt. Wenn ihr zu weit weg seid, scheppert der Ton oder kommt überhaupt nicht. Das hört man hier sehr gut. Je näher ich rangehe, umso besser kommt der Ton. Okay, dritter Finger, Ringfinger im dritten Bund und dann nochmal zur rechten Hand. Das gleiche, wie wir gerade geübt haben. Daumen legt sich auf die fünfte Saite und schlägt die dünnen vier Saiten an. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wunderbar, das ist schon der erste G-Dur-Akkord. Es ist noch kein großer G-Dur-Akkord, es ist der erste kleine. Aber das ermöglicht uns schon den ersten Song, den ihr alle kennt. Es war nicht leicht, einen Song zu finden, wo nur ein Akkord vorkommt. Meistens gibt es ja ständig Wechsel. Aber mit Bruder Jakob bin ich da fündig geworden. Das kennt ihr alle. Bruder Jakob kann auch als Kanon gesungen werden. Und das geht wunderbar mit G-Dur zu spielen. Und das probieren wir jetzt aus. Wir schlagen an den Akkord als, ich sag mal, Einschlagnote oder Viertelnote. Das heißt, jeden Schlag einen Akkord. Es geht los. Ich zähle vier vor und dann fangen wir an. 1, 2, 3, 4. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst
Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Wunderbar. Das könnt ihr jetzt öfter wiederholen und am besten selbst mitsingen. Das wird sicher Spaß machen. Ja, dann viel Spaß und bis zur nächsten Lektion.